irgendwie. Jetzt. So. Ist er tot? Ich muss mich schnell perken, dass ich da schneller heile. Moment. Was ist das? Healing Factor, gell? Bist nicht synchron? Jetzt kann ich es wieder lesen, aber irgendwie, es geht... Ich kann es einfach dir zu brechen, wie hast du es gemacht? Ja... Gewusst wie, liebes Karas, nicht? Gewusst wie? Ah, Fortitude Level 3. And after the December with Fists and Machine Guns. Okay. Tutti, kannst du mal mit meinen Raum bitte? Was soll ich jetzt machen? Soll ich durchrennen? Ja, zum Beispiel. Ah, jetzt hast du es einfach gemacht. Für das haben wir Game Rocker. Nein, warte jetzt. Nur verwirrt. Seid zu dir, liebe Jude. Ursprünglich ist im Fall Rot Buben und das zarte Blau für Mädchen gewesen. Was heisst ursprünglich? Dass man das so gedacht und geplant hat, aber sich dann halt irgendwie anders entwickelt hat. Dass man das gedacht und geplant hat. Das würde mich jetzt wundern. Au! Was ist los? Wo sind wir? Gehen wir jetzt hier in das Militärcamp rein? Ja, wir sind ja schon. Also, ich bin schon fast drin. Also, ich bin auch schon drin. Also, ich bin in einem Haus. Ja, mach ich das. Wir nehmen das Militärcamp. Ja. Ich nehme da noch ein bisschen Benzin mit. Ah, da hat natürlich wieder kein Benzin drin. Ja, weil die leer sind. Da war schon jemand drin gewesen. Oh! Hey, weißt du, die halten mehr aus, die Zombies? Was? Ah. Wo? Also die Gasmasken-Zombies, wo bist du? Ja. Also, es kommt, ich bring dir eins, hinter dir. Hinter dir kommt einer, gell? Hinter mir. Ja, ein bisschen Angst wegen meinen. Dann jetzt auch noch meine, hast du es gesehen? Ja, ich habe es auch gesehen. Also es ist da ziemlich für mich. Das ist schon nicht gerade so lustig, ich gebe ehrlich zu. Ah, da geht's noch. Sieht sehr gesund aus. Ui. Ja. Ja. Da hinten gehen wir schon, das ist schon interessant, aber... Achtung, ja. Zombie. Wo? Da. Ja, jedes Mal, wenn ich mit der Kühlen eins reinschlage... du drauf, das ist auch gut. Warte, da hat's auch noch. Wo bist du? Oh, da oben jetzt gerade zwei. Achtung! Scheiße! Weg! Muss ich hoch? Das sind Militärzombies, hab Sorge. Was? Militärzombies? Auch mal die? So, weißt du, so mit dir mit dem Helm und so. Die mit dem Helm. Ja, du weißt, was ich meine. Oh! Drei Essen auf einem Haufen! Oh, die sterben genau gleich schnell. Also, das ist eine gute Waffe, die du hast. Wolltest du? Nein, ist schon gut. Ich soll ich? Wolltest du? Ich will dem da schnell das Uran aktivieren, wo er ins dreht. Das Uran-Atomspalten. So. Bam. So, die sind gut, weg da. Bist du schon da oben gewesen, da, oder? Ja, schon, aber sie sind eben gerade gekommen und dann bin ich halt wieder oben. Search Suitcase. Ach, aber etwas Geiles drin. 20 Schuss, 7,62 mm. So hure geil. Oh, was ist das? Grave Digger Mo. Ja, genau. Judy, etwas für dich. Ich gehe da mal ins Haus hier. Da hat es ganz viele Kisten und Militärzombies. Wo bist du? Bist du in der Nähe? Ich bin hinter dir, aber ich kann nicht schiessen, wenn du da bist. Also, wenn wir so ein bisschen oldschool oder wenn wir so. Oh. Achtung! Also, der ist ja schön mögen. Oh nein, nein, aber nicht. Wow! Hey! Arschloch-Zombie! Jetzt bin ich noch infected. So ein bisschen Contenance, bitte. Also, der ist hinüber. Was ist das Problem? Ja, ich habe etwa 4 Schüsse in ihn gelassen. Das ist im Fall nicht dabei. Also, ich sehe nur einen Schuss und der ist echt in deinem Kopf. Ja, der. Du hast keinen. Der ist gut. Ha! Kannst du reinlaufen? Ich habe... Nein, guck, das ist unsere Base! Komm, das nehmen wir gleich, das ist unsere Base. Also das finde ich im Fall recht cool da, ja. Apropos Looten. Jedes Bett hat eine Kiste. Ja. Das finde ich schön, da wird Privatsphäre eben noch gross geschrieben. Wollen wir dir helfen oder magst du es du liken? Ich bin am Bett auseinandergenommen. Naja, ich rede mit dem Zombie, nicht mit dir. Ich habe herausgefunden, wenn man das Bett mit der Wrench auseinandernimmt, gibt es im Fall noch Federn und Eisen und... Ah, ich sehe gerade, die Tür wäre freigeschaltet gewesen. Wir hätten die gar nicht müssen kaputt schlagen, ich hätte die einfach können auf... Muss ich dir helfen? Nein, ist gut, das Atom ist jetzt gerade gespalten. So.
Übrigens, lieber Juti, vor 400 Jahren, oder besser gesagt, etwa 400 Jahre lang, ist es so gewesen, dass Rosa für die Buben war und das zarte Blau für die Mädchen. Erst seit etwa 80 Jahren ist es so, wie es jetzt ist. Wer sagt denn das? Der nur verwirrt. Also nur verwirrt, ich finde es extrem geil, was du sagst, aber von über Quellen. Ja, Quellennachweis, bitteschön. Also ich vertraue im nur verwirrt. Er hat bis jetzt immer gute Sachen gesagt. Ich möchte betonen, sein Nickname ist nur verwirrt. Quelle Internet. Ja, okay. Gut, ich meine, mit dieser Quelle kannst du alles behaupten. Ja, was willst du? Also, das 20 Minuten macht es im Fall auch so, also hallo. Aber warte, ich finde sicher irgendwo einen Retter, der in Rosarot unterwegs ist und sonst Photoshopping. Das nennt man den Fake News. Ah, da bist du, schau, hey, Skarasnik, wo bist du? Ja, da. Ich habe hier irgendeine so eine Doktortante, die habe ich noch nie gesehen. Ja, das stimmt, ich auch nicht, aber sie ist schon tot. Also tot. Das ist, wie wenn sie einfach YouTube oder so als Quellen angeben. Ja, genau. Quelle YouTube. Oh, da hat sie ja einen Puppenpilz. Nice. Da kommen wir jetzt sicher zu schönen Pillen. Ja, Pillen. Kohle, komme ich über. Kann man aus Kohle Pillen machen? Nein, wenn wir das noch voll annehmen, hätten wir ganz viel Stoff. Oh, das ist aber eine gute Idee, das machen wir doch gut. Ah, aber nicht alles. Es hat sogar ein bisschen Eisen zwischendurch, sehe ich gerade. Nein. Doch. Das ist... Wenn wir das so nicht, wir gibt's... Aber es ist wirklich viel Stoff. Oh, das ist der geil. Ja, also es lohnt sich schon. Denke ich auch. Stoff. Ja, es ist nicht ironisch gewesen. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise mal meint das Karasnik etwas nicht ironisch. Oh, verdammt, da habe ich nicht wollen. Los, gehen wir weiter. Ich bin schon wieder bei 36 Kills. Warte, da können wir ja noch rein. Da sind wir gar noch rein. Da. Wieso hast du mich überholt? Weil ich das Perket habe jetzt vorhin, dass ich schnell... Aber ich habe da so eins. Ah, ja, gut, ich bin zwei halt. Aha, oh, warte, so. Hey, den habe ich gekillt, hallo? Ah, nein, nicht ganz. Du weißt übrigens, dass du aus dem Tarnung rausschiesst, ist mit dem Pfeilbogen, dass so oft getötet ist, was du richtig denkst. Oh, verdammt, woher kommst du denn du? Fuck! Warte, mach mal. Kurzer Prozess. Famous Last Words? Nein, nichts ist Last Words. Kommt schon gut. Siehst du, schau, ich denke. Ah, doch. Alles easy. Wir haben alles im Griff. Auch ohne dich, liebe Judy. Ich möchte aber schnell ganz kurz erwähnen, dass ein Double Barrel Shotgun der Game Rocker vor dem Sterben bewahrt hat. Weil es bedient hat, ist klar. Und von wem du die Gun hast, ist ja auch klar. Ey, es hat etwa 4, kannst du eine nehmen? Ja. Ah, oh, schau, PC, ich kann mir den von abnehmen. Ja, natürlich. Cool. Es ist sogar noch wichtig, irgendwie Fans und PC von abnehmen. Vielleicht kannst du sogar gamen. Kannst du auch Game drauf? Oh nein, jetzt haben wir den schon kaputt gemacht. Wahrscheinlich war es ein Mac gewesen. Ich glaube, es läuft sogar 7 Days drauf. Nein, auf ich habe ein Handjournal bekommen. Oh, sorry, schnell. Ich habe ein Handjournal. Du 10%, 10% mehr Damage auf Wolf. Also ich nehme mal Wolf gleich Hund. Das, was wir Hund nennen, oder? Nein, Wolf. Nein. Wolf. Es gibt ohne Wolf. Es gibt Hund. Jawohl. Und es gibt Wolf. Jo. Es gibt Wolf. Und es gibt eben neu auch so Pumas. Und wie heissen die? So Dingos oder so? Also so. Dingos? Halb Wolf, halb Raubtier. Ich bin voll mega groß. Ja, das heisst, ich use das. Ist das okay? Wollt das schon? Ja, friss es. Friss Papier. Da hast du wieder mal vergessen. Ah, da hat es ja. Da sind wir noch gar nicht drin gewesen. Ich habe nichts vergessen. Okay, ich nehme die Waffe für dich. Achtung, da hat es gerade ein Militärzombie-Wolf dort hinter dir! Ja. Scheiße, siehst du, die schießt in den Kopf und dann stößt sie nochmal auf. Geil, das ist also recht effizient, muss ich sagen. Sehr effizient. Und dort, wo du drauf stehst, die könntest du dann noch. Ach, ich mach das. Da hat es etwas drunter. Das hole ich in dem Fall. Und drinnen ist Food! Sehr schön!
Dosenfleisch. Ich habe vorher auch drei Food gefunden, was irgendwie unsere Theorie widerspricht. Geh ins Militärcamp, dort hat es Food. Das stimmt ja eigentlich, der Flash. Ja, also eigentlich stimmt das, ja. Und in der Mülltonne hat es sicher kein Klebeband, weil das haben sie alles gebraucht. Warte, das werde ich noch schnell voneinander nehmen. Im Müll hat es sogar sehr oft Klebeband. Ja, ja, aber in dem jetzt hier nicht, weil im Militärcamp wird das Klebeband gerade benutzt, oder? Die dürfen ja gerade damit Waffen herstellen. So, bist du bereit? Können wir... Ja, warte, machen wir. Aber wir dürfen euch den Lastwagen alles entsorgen. Weil da unten hat sicher mega viel Laut, wo ich auch sehr viel schon. Oh verdammt, ja, heiß. Wieso habe ich heiß? Ich bin noch infected. Ich will etwas trinken. Svenica, hast du vorher ein Ding aufgelesen, ein Antibiotika? Nein, habe ich nicht. Muss ich dich jetzt enttäuschen? Ich habe nur Schmerzmittel. Ich weiss nicht, ob dir das etwas bringt. Nein, so habe ich gemeint. Selber. Nicht. Entschuldigung. Zuerst, wenn du entleert hättest, würde ich kurz. Ja, schon längstens, aber ist gut. Ja. Kannst du noch einmal? Brauchen wir noch ein bisschen Goldrute-Tee? Nein, du bist eigentlich eher der Rote, gell? Eher das Rote müssten wir haben, Judy. Mhm. Goldrute brauchst du nur für den Schiesser. Für den Schiesser? Okay. Weißt du, was Scheiße ist? Das ist das schon voll. Was? Der Lastwagen ist schon voll? Ja, ja, der ist gut. Ja, ja. Ah, warte, ich mache eine Kiste. Nein, also... Echt, jetzt ist der... Oh ja, der ist wirklich schon voll. For grip reading is will teach you how to craft this item. Mach doch das einfach. Frames möchte ich. Also ich mach das einfach jetzt. Crossbow. Ja, mach ich nicht, da habe ich keine Lust. Das ist schon mal da hat sie noch recht Food. Tust du jetzt alles da drin? Ja, habe ich auch wollen. Also, dann fange ich mal an, mein Zeugs reparieren. Und dann gehen wir ab in das Militärcamp runter, oder? Judy, willst du mitkommen? Das könnte lustig werden. Ja, Judy, musst du da reinkommen. Ja, ich bin gerade wo bist du? Ich bin gerade bei der Basis. Mitbringen. Ja, bring vielleicht einen Erste-Hilfe-Verband mit, das wäre nicht schlecht. Haben wir da noch? Erste-Hilfe haben wir, glaube ich, keine mehr. Hat es keine mehr? Mit einem Verbandskasten groß. Ich bin schon da oben und bin jetzt wirklich schnell in die Toilette und ganz schnell. Was sehen wir? 17.15. Ich sollte dir etwas haben, zum 2,2% Infekte wegmachen, wenn wir das hätten. Da müsste ein Honig langen, oder? Ja, würde ich sagen. Ich kann heiß Efficient Digestion. Was ist das? Effiziente Digestion. Was ist eine Digestion? Verdauung. Eine effiziente Verdauung. Ja. Das heisst, ich könnte einfach etwas Gescheites essen, ohne gerade zu verrecken daran. Nein, das bedeutet, es ist ja systemisch so, je mehr Ausdauer dass du verbrauchst, umso mehr essen und trinken musst du. Und mit dem Buff musst du... was habe ich jetzt gemacht? Benutzen. Mit dem Buff musst du weniger essen und weniger trinken, wenn du Ausdauer intensive Tätigkeiten... Oh, das heisst, ich müsste jetzt unbedingt so schnell wie möglich eigentlich etwas kaufen, oder? Zum Beispiel dort runtergehen und go fighten, weil dann würde ich nicht so schnell Hunger bekommen. Ja, eigentlich bei allem, was du machst, auch beim Rennen brauchst du ja. Jetzt wegen der Bandage noch kurz. Was? Du brauchst noch Bandage, hast du gesagt? Ja, also es wäre einfach. Gut, ich habe schon normale Bandagen, dann habe ich nichts. Das ist okay. Aber weißt du, ich habe nur 43 Leben und. Das dann bringe ich dir Schmerztabletten mit. Nein, Schmerztabletten bringt mir nichts, aber die erste Hilfeverband bringt etwas. Mal natürlich, erst Schmerztabletten heilen dich. Was? Echt? Natürlich. Ah, oh, das Karasnik ist super. Er hat eine Kiste hier, wo all unser Zeug drin ist, aber nur er kann sie auftun. Liebes Karasnik, das finde ich super von dir, wie du das gelöst hast. Merde, sage ich da dazu. Ich kann auch nichts rein tun. Dann tue ich es halt in Lastwagen in dem Fall. Jetzt machst du neue Kisten. Ja, nein, ich werde ja etwas aus der Kiste rausnehmen eigentlich. Dann hast du definitiv das Problem. Ja.
Und wo bist du eigentlich? Was machst du? Ich bin der Basis. Ich schaue, dass es da Eisen gibt und alles Zeug. Also, ich nehme mal ein paar Bandagen und Honig mit. Das ist angesagt, oder? Das ist sicher nicht schlecht, ja. Und ich habe heiss, ich könnte eigentlich hier mal schnell ein bisschen in Schatten stehen, dass ich nicht... Oh, da hat es... noch Waffen. Das kann das nicht, der lässt einmal einfach die Munition liegen. Ah, oh, Schmerztablette hast du noch wieder. Ah ja, das wäre auch nicht schlecht gewesen, ja. Nimm da schnell ein bisschen Zeugs von und... vielleicht könnte man es ja brauchen. Ach, das ist Glas. Das brauchen wir nicht unbedingt. Hat es so Minen, gell? Ja, ja, es hat ziemlich viele Minen, pass auf. Das sind schon viel drin. Nein, wir sind noch nicht drin. Ich probiere gerade etwas aus dieser Kiste rauszunehmen und habe gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Wieso? Weil sie irgendjemand verschlossen hat und so zugeschlossen hat, dass man sie nicht kann. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ja, ja. Nein, das frage ich mich echt seitdem, dass ich das hure Game spiele. Wieso ist eine Kiste nicht per Default unlocked? Also, die Schmerztabletten sind in der Kiste und der Honig schmeißt auf den Boden. Schön. Du bist beim Falschen. Ah. Doch beim Hübschen. Nicht beim Baseball-Kappenmann. Und Bandage hat wer gebraucht? Ich habe noch 9. Das ist okay. Ich hab 10. Ah, okay. Dann schmeißt die Kiste. Gut. Also, können wir gehen? Kann es endlich losgehen? Sind wir bereit? Da geht's durch. Los. Dort mal auf, ich komme. Also, ich lasse euch voraus. Das ist alles irgendwie leer. Als wäre gar nichts da. Türen auf der blöden Fall. Ja, wie viel hat sie? 7000. Ja, das dritte Höhe, komm, das mögen wir schon. Könnt ihr uns noch schnell irgendeinen Witz erzählen in dieser Zeit? Sind wir nicht schneller durch die Beton nur? Wie viel hast du denn da? Doch. Oh ja, da viel schon. Vor allem, wenn die Tür noch Level 2 ist, dann... Hm. Wieso? Was bedeutet das, Tür Level 2? Aha. Dass du zweimal aufhauen musst. Also, dann da. Mir nimmt es ja Wunder, was es eben in diesem Bunker unten hat. Hey, und... Habe ich das richtig im Kopf? Es ist noch niemand gestorben heute von uns? Nein. Es gibt ja eine armselige Biertrinkparty. Wer führt Statistik im Moment? Sonne, du hast ja... Aber du bist nicht dabei gewesen, bei den ersten dritten. Also wir können eigentlich sehr schön... Weißt du, wir können einfach nur... Wenn wir nicht den killen... Also richtig von der Tod her hätten wir eigentlich... Oh, der Jude ist noch nie gestorben. Nein, der Jude ist noch nie gestorben. Ich komme so viel Bier über unserem Spiel ab, ich freue mich jetzt schon. Ich muss eh Auto fahren, also. Ich bin, nach einer Stunde bin ich stockbesoffen. Was machen wir eigentlich wieder? Am Matze sein Lieblingsspiel? Aha, Was war das? Seeland. Also ich habe es schon als recht ein geiles Game gefunden, eigentlich. Es ist gar nicht so übel, ja. Aber, ich bin auch offen für Neues. Ah, wir haben ja aber Risiko. Du hast doch Risiko ausgeräumt. Ja, Risiko gefunden. Das ist es. Ja, sehr schön. Ich habe zwar nicht nachgeschaut, ob ich es komplett habe oder ob irgendwie 3/4 fehlt. Aber, kannst du doch mal deine Töchter darauf ansetzen, dort die Spielfiguren zu zählen? Ja, genau, das ist eine gute Idee. Ist ja schön, wenn man ein Kind hat, oder? Dann kann man immer so gewisse Aufgaben auslagern. Ja, und vor allem können sie dann auch vielleicht mal meditativ... Hallo, da kommt schon wieder ein Zombie. Geh mal weg. Danke. Nehmen wir mal sicher einfach nur das. Also, Pistole ist wirklich geil. Und ja, gern. Ja, ich. Schöne Schussrate. Hey, gib mir meine Pfeile wieder da, bitte. Sehr schön. Der hat mir Pfeile nur, weißt du? Ja. Einmal mit Profis. Oh, da geht es im Vater mega weit hinterher. Ich kann gern Pfeile. Ich weiss nicht, was ihr habt. Ich kann. Aber oh, hat jemand jetzt da Ding gehabt? Schrottschussmunition drin? Nein. Nein, es hat dort einen Kaffee drin gehabt, wo ich mir überlegt habe, jetzt eigentlich zu nehmen, weil da ist auch gerade so schön Kaffeemaschine.
Und der Kaffee jetzt bringt was? Stamina-Regeneration? Ja. Cold Resist? Ja, okay, muss ich nicht gerade jetzt haben. Aber die Stamina-Regeneration. Aha, die wird schon. Kaffee ist super, wenn du in der Nacht gehst, buddeln. Ja. Also, dann. Das ist ja, da geht's ja. Wo geht's weit hinter? Da! Da! Aha, da! Und da sieht es aus, als irgendwelche Minen hängen dran. Also kommen wir jetzt wieder dafür, wo wir vorher waren. Warte, ich geh mal raus schauen. Ja, ich glaube es ja. Das wäre wirklich kurz was. Ja, aber das, ist, das kann nicht alles sein. Warte, irgendetwas haben wir übersehen. Nein. Da hat es noch Bett. Also, da hat es wirklich nicht gerade viel. Also, das ist jetzt auch eine kleine Enttäuschung gewesen. Ja, ich würde sagen, es ist eine grosse Enttäuschung. Und für das bist du daher gekommen? Mein Gott, ja, für das bist du zum Loch ausgegangen. Ich habe gemeint, da. Da hat es aber sicher irgendjemand einen Geheimraum. Gell, okay, das kann das fast nicht anders glauben. Wo wäre logisch? Ich weiss nicht, ob es Logik hat in dem Spiel. Ich schau mal, ob es irgendwie oben durch vielleicht. Also, das ist ja da unten dran. Nein, die Hintergrund ist ja fertig. Also, wenn. Dann müsste es in die andere Richtung sein. Also weißt du, in die Richtung. Aber ich glaube nicht. Es ist, glaube ich, einfach so langweilig, so wie es ist. Hat so nichts mit ihm. Gut, okay. Also, ich bringe mal ein paar Sachen zurück in die Basis. He? Oder. Mal. Ich bringe mal ein paar Sachen zurück in die Basis. Nein, aber das ist zu billig. Also, es ist jetzt wirklich ein bisschen eine Enttäuschung, finde ich. Auch. Haben wir jetzt alles drin? Den Rest könnt ihr mitnehmen. Ich gehe mal schnell in die Basis zurück und dann überlegen wir uns, wo wir als nächstes gehen looten. Also ich komme mit in die Basis. Oder was wir als nächstes brauchen. Ich müsste übrigens noch zum Händeln. halt, ich laufe gar nicht zur Basis. Die ist da. Soll ich noch helfen, natürlich. Ja, ja, mach nur. Autos auseinandernehmen, es gibt eine ganze Folge Autos auseinandernehmen. Ja, vor allem, wenn wir dann Benzin brauchen, wird es lustig. Ja, genau. Ja. Wo ist unsere Basis? Da hinten. Und irgendwo hat es Mine. Mal schauen, dass ich die nicht. Wo hat es keine Mine? Da bei uns, vor der Basis. Da ist wo würde ich mich verstecken, wenn ich ein Geheimraum wäre? Sehr schöne Frage, nur das klingt nach Psychodrama. Sehr schön. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich ein Geheimraum wäre? ja. Du kannst oben bis hinter laufen, zum Entleeren. Nein, kann ich nicht. Das kannst nicht. Schau mal, wir sind über dich hineingumpen da. Das ist sowieso. Egal. Oh super, wir sind doch langsam vor, ich muss noch ein scrappen. Ja, ich bin gerade dran. Ah, Essen, Party. Will ich haben. Oh, nein. Brauche ich den Kampfanzug? Wie sehe ich eigentlich aus da? Du siehst super aus. Oh ja, das brauche ich. Das kann man eigentlich gerade zerlegen, da braucht es nicht mehr. Okay, Pflanzenfaser, genau. So, wie sieht's aus? Sind wir bereit fürs Nächste? Ja, ich meine, machen wir es aus, oder? Ja, also für mich also, ist es schon, ja. Da, wie so weit, bei dem grossen Wohnhaus hinten dran, hat es noch ein das grosse Wohnhaus. Das habe ich angefangen, ja. Ah, das ist schon angefangen. Ich habe mal angefangen, die Türen aufzuschlagen. Ah, meinen wir das Gleiche? Ach, beim grossen, das? Nein, da bin ich noch nicht. Dort dran. Ich habe mal angefangen, die Türen aufzuschlagen. Ja, also, dann gehen wir mal dorthin. Ach, du meine, hä? Darum laufe ich hinter dir. Und die laufen ich muss rein. Ich muss ja, der mit dem Gun halt. Ich habe ein Bier, schau. Und ich habe wieder mal keine Ausdauer. Oh, da hat ein paar Frames da stehen. Aha, das ist Absicht. Das, ja, ist okay, ist gut. Das ist einfach so das Kennzeichnet für hier wurde gelootet. Das machst du von jedes Haus. Ja, nein, schon nicht. Aber vor der grösseren schon, weil sonst müssen wir es ja zweimal looten. Oder weißt du, wenn es nicht so. Also, wir nehmen jetzt hier da das Vorland. Hallo? Ja, kommst du hier. Renn!
Ja, ich bin unterwegs. Gehen wir ab okay. Und ich würde unten anfangen. Besser gesagt, ich laufe einfach euch noch. Achtung, drei Zombies! Drei Zombies! Sehr schön, sehr schön. Gut gemacht. Ich hätte sogar keine Schuss mehr, das ist ein bisschen blöd. Ich muss nachher mit dem Schuss kümmern. Ich glaube, in der Waffenkiste haben wir noch Munition gehabt, falls du noch nicht rausgenommen hast. Ja. Nein, noch nicht gut genommen. Und sonst finden wir jetzt hier. Glaub mir. Ich habe zum Beispiel schon einen Kochtopf gefunden. Jetzt muss ich auch Munition sparen, passt mir schon nicht. Oh, Achtung, zwei. Achtung. Zwei, drei. Also, dies drei ist nicht. Ah, warte, ist schon ein. Ablegen. Links. Gut, sehr gut. Hey, wir machen das richtig professionell. Ah, du bist da schon drin. Okay. Dann komme ich da wieder raus. Mal ein bisschen eins weiter. Hallo, Zombie! Wettest du ein Pfeil im Kopf? Geht's da aus oder geht's da aus? Wettest du zu uns gehören und ein Pfeil im Kopf haben? Winning Team Joiner! Oh, verdammt! Ja, Glück gehabt! Ah, ich bin Fan von diesem Messer. Mit dem bist du eben verdammt schnell. Mit dem kannst du auch schnell zustechen. Das ist recht cool. Das klingt nach viel Zombie. Ui, ui. Nicht helfen, nicht helfen. Oh, da hat aber gerade ein paar Zombies, du! Vier! Wow! Darf noch einer? Nein. Alle tot. Mal schauen, es kommt natürlich einer, wenn ich vor dran stehe. Ja, jetzt habe ich da den Kant rausgesehen und gesehen, dass es draus ist. Verdammt. Der steht noch mal auf. Jetzt nicht. So. Da hat es noch einen Safe. Richtig lustig. Du hast den Lockpack. Mhm. Okay, da ist nichts.